In diesem Video geht es um das iPhone 14. Das iPhone 14 ist in 5 Farben erhältlich. In Mitternacht, Violett, Polarstern, Product Red und Blau. Die Kapazität ist 128 GB bis 512 GB. Die Abmessungen sind in der Höhe 146,7 mm, bei der Breite 71,5 mm und bei der Tiefe 7,8 mm. Das Gewicht beträgt 172 Gramm. Das Display ist ein 2532x1170 Pixel bei 460 ppi. Es hat 6,1 Zoll und es ist ein OLED-Display. Das sind 15,4 cm in der Diagonale. Und es hat Super Retina XDR-Display. Hallo, hier ist der Start the Game aus dem Schnitt. Ich spiele euch hier noch eine kurze Erklärung ein für die, die das von vorhin nicht kapiert haben. Was ist das aber eigentlich? Ich zitiere, wurde nach den allerhöchsten Standards von Apple entwickelt. Wir sind überzeugt, dass dies die besten OLED-Displays sind, die jemals in Smartphones ausgeliefert wurden und die gleichzeitig unglaubliche Farbgenauigkeit bieten. Das Super Retina und Super Retina XDR-Displays verfügen über einen unglaublichen Kontrast, eine hohe Helligkeit und einen breiten Farbumfang in Kinoqualität. In Verbindung mit dem besten Farbmanagementsystem werden alle Farben präzise kalibriert, um ein optimales Betrachtungserlebnis zu liefern. Das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus haben beide HDR-Display, True Tone, großer Farbraum P3, Haptic Touch, typisches Kontrastverhältnis 2 Millionen zu 1, 800 Nits maximale typische Helligkeit, 1200 Nits Spitzenhelligkeit HDR. Fettabweisende Beschichtung, unterstützt für die Anzeige mehrerer Sprachen und Zeichen gleichzeitig. Es ist ein A15 Bionic Chip verbaut. Er hat 6 Kerne. Die CPU hat 6 Kerne mit 2 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen und 5 GPU-Kernen und dann noch 16 neutralen Engine-Kernen. Es hat 2 Kamerasysteme und 4K-Videoaufnahmen mit 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS oder 60 FPS. Das gleiche gilt bei 1080p HD-Videoaufnahme. Bei 27p mit 30 FPS, Kinomodus bis zu 4K HDR mit 30 FPS und so weiter. True Depth Kamera. 12 MP Kamera, f1.9 Blende, Autofokus mit Fokuspixel-Objektiv mit 6 Elementen und so weiter. Die Face ID ermöglicht durch die TrueTap-Kamera für Gesichtserkennung. Sicherheit ist neu die Unfallserkennung und Notruf-SOS gab es schon früher. Es gibt einen digitalen Kompass, WLAN, Mobilfunk, iBeacon, Mikroortung, GPS, GLONASS, Galileo, QCZSS und Baidu. Das iPhone 14 kann bis zu 5G. Das alte war das 4G und es hat 3D-Audio. Und die Stromversorgung, es hat eine Video-Wiedergabezeit bis zu 20 Stunden, eine Video-Wiedergabezeit gestreamt bis zu 16 Stunden, Audio-Wiedergabezeit bis zu 80 Stunden und so weiter.
Hallihallöle, hier ist der Starter Game aus dem Schnitt. Ich verabschiede mich, da der gute Gedärtel es leider vergessen hat bei der Aufnahme. Ich verabschiede mich, vergesst bitte nicht den Kanal zu abonnieren. Irgendwie muss ich auch ans Geld kommen. Nein, Spaß. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren für weitere Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.